Daniels, ich bin 61 Jahre alt, lebe seit etlichen Zeiten, seit Urzeiten hier in Düsseldorf. Man kann sagen, ein reiner Düsseldorfer und fühle mich nach wie vor in dieser Stadt richtig wohl. Im Verein habe ich einmal die Funktion des zweiten Vorsitzenden seit fast 2 Jahren. Macht mir eigentlich sehr viel Spaß und in meiner Funktion als Tauchlehrer bin ich auch in der Ausbildung mit integriert, jetzt auch vermehrt und vermehrt auch mit den Kindern, dadurch, dass meine Frau, die Gudrun, sehr viel Kinderausbildung macht. Ich bin 1992 irgendwann mal im Urlaub gewesen, ich glaube, das war auf Ibiza. Und auf Ibiza habe ich dann gesehen, wie Taucher dort waren und die im Pool geübt haben und dann später im Meer. Und als ich dann das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist was für dich, kannst du machen. Und habe dann dort meine erste Ausbildung gemacht, 1992. Habe auch dann, ich glaube, es war damals, wie man heute sagt, 10 was ein Stern oder so, aber genau weiß ich das nicht mehr. Bin dann später, 7 Jahre später, 1999, dann hier in unseren Verein eingetreten. Habe dort dann richtig losgelegt und ja, ist bis heute, also über 10-mal 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, weiter geht's ja dann nicht, dann kommt ja nur noch der Tauchlehrer und ja. Also tauchen ziemlich oft und eigentlich das ganze Jahr über, wir kommen so auf 120 bis, wenn es viel ist, auch 150 Tauchgänge pro Jahr. Das ist schon eine ganze Menge. Tauchen tun wir eigentlich überall, wo es geht. Hauptsächlich aber hier bei uns im Elbsee und natürlich in den benachbarten Seen auch, so wo wir halt eben rein dürfen, rein können. Und natürlich auch im Ausland, wenn es geht, Ägypten oder jetzt zuletzt im Oman, also schon, wenn sich die Gelegenheit ergibt, das irgendwie mit einem Urlaub zu verknüpfen, dann ja, dann wird auch dort getaucht. Mit wem? Hauptsächlich jetzt hier mit meiner Frau, mit der Gudrun und dann auch mit Freunden aus dem Verein natürlich, also, um jetzt nochmal einige zu nennen, wäre Georg, das wäre die Familie Klemm und aus anderen Vereinen, dadurch, dass wir auch in der Sachabteilung des DTV Umwelt und Wissenschaft arbeiten, kommen wir natürlich vereinsübergreifend mit vielen Tauchern zusammen. Meine Graduierung ist die des Tauchlehrers 1 Stern, also oder CEMAS Tauchlehrer 1 Stern. Das ist ein weltweit anerkannter Graduierungsstand oder Brevettierungsstand unter Tauchlehrern. Und gemacht habe ich den nicht beim VDST, sondern beim IAC, das ist ein benachbarter oder befreundeter Verband, wie man so schön sagt. Die Ausbildung war gut, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich das irgendwo dann auch noch geschafft habe. Ein Briefing läuft in der Regel so ab, dass man sich erstmal menschlich annähert, wenn man jetzt jemanden hat, den man nicht kennt. Zum Beispiel einen neuen Schüler oder einer, der von einem anderen Verein kommt oder als Urlaubstaucher in Anführungszeichen zu uns in den Verein kommt. Dann wird zunächst gefragt, wie das körperliche Wohlbefinden, welchen Ausbildungsstand er hat, wann zuletzt getaucht wurde und wie viele Tauchgänge er hat und ob eine Tauchtauglichkeit, das ganz wichtig, vorliegt. Diese Dinge halt bespricht man den Tauchgang, was man tun will. Wenn es jetzt Ausbildungstauchgänge sind, werden die sehr gründlich gebrieft, sprich also die Tiefe, die man machen will, sprich die Tauchzeit, was ist das für eine Übung, welchen Sinn und Zweck hat die. Dann wird sehr ausführlich die Rettungskette besprochen, wie die funktioniert. Also zum Beispiel bei uns am Elbsee ist es so, dass dort Notrufnummern hinterlegt sind oder eben auf andere Art und Weise, sprich wenn Taucher an Land sind, ist es irgendwie ein Notfall oder so, dass man sich bemerkbar macht, um die Rettungskette in Gang zu setzen. Dann wird der See ausführlich beschrieben, wo man taucht, wenn man ihn kennt und dem Schüler oder dem Neumitglied dann vermittelt, wo man, wie er liegt, wie tief er ist und so weiter.
Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich könnte jetzt ja noch stundenlang drüber reden, wie man so einen Tauchgang plant. Und wenn es dann zum Tauchgang selber kommt, wird auch nochmal Sicherheitscheck gemacht, die Unterwasserzeichen werden abgefragt. Und zu guter Letzt, bevor man ins Wasser geht, kommt auch der Ausrüstungscheck der Ausrüstung, der gegenseitigen Ausrüstung, damit man weiß, mit wem ist man hier unterwegs, was hat er für eine Ausrüstung, und genauso gut muss er ja auch meine kennenlernen. Das erste Mal sehr vorsichtig, ist klar. Die Schüler werden erstmal rangeführt ans Wasser. Durch vorheriges Schwimmbadtraining wird auch so ein bisschen die Hürden genommen, sprich also Regler im Mund zu nehmen, nur durch den Mund atmen zu können, Maske ausblasen oder so, wird ja vorher alles im Schwimmbad auch gemacht und auch gelehrt. Und wenn man dann im Elbsee oder in einem anderen See dann ins Wasser geht, schaut man auch erstmal, wie es mit dem Blei funktioniert. So mache ich es dann, oder jeder andere wahrscheinlich auch, ein Bleicheck, ob genug Blei vorhanden ist. Ich lasse zum Beispiel immer wenn sie im Wasser dann sind, die Schüler auch, sage ich auch immer, guck mal erst nach unten, kriegt mal ein Gefühl dafür, wie das in so einem See überhaupt aussieht. Ihr kennt ja aus dem Schwimmbad nur die Kacheln oder Kacheln zählen. Hier sieht es ganz anders aus. Hier sind ein paar Fische drin, hier sind Pflanzen drin und unter Umständen auch eine schlechte Sicht. Und dann wird abgetaucht, nochmal ein Sicherheitscheck gemacht, dann wird gefragt, ob das mit dem Druckausgleich alles so hinhaut wie im Schwimmbad auch. Meistens haben bei den ersten Tauchgängen die Schüler ein paar Probleme mit dem Abtauchen, aber nach dem zweiten, dritten Tauchgang normalisiert sich das auch. Aber dann ist es auch gut. Ich glaube, dass wir jetzt so in der Gesamtheit eigentlich ein ganz gutes Team sind. Wir haben uns auch untereinander oft verständigt. Es geht reihum. Wer gerade, ich sag mal, Zeit hat im Verein und nicht so sehr mit anderen Sachen beschäftigt ist, ich meine jetzt ausbildungstechnisch. Bei uns ist es so, dass wir halt viel mit den Kindern machen und auch Erwachsene, ist klar. Und es wird auch immer gefragt, wer hat Zeit, wer kann mal mit dem gehen oder mit dem. Und ich denke mal, bei uns wird auch Sicherheit groß geschrieben. Was ein großes Plus ist bei uns im Verein, ist halt eben auch die Kinderausbildung, was wir schon seit Jahren betreiben und auch gut betreiben. Und der Erfolg, denke ich mal, gibt uns auch eigentlich recht.